Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch hier in Römerberg mit dem O407. Heute mal unterwegs hier auf der Stadtkurs, oder auf dem Stadtkursring, wie ihr das haben wollt. Und zwar auf der Linie 114 nach Kalkmoor. Vom Busbahnhof geht das Ganze los. Da wir schon ein bisschen knapp mit der Zeit sind, grüßt sich das Ganze schon mal auf, während wir uns hier noch so ein bisschen unterhalten können. Und ja, freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt gehabt, dass ich Bock drauf habe, hier einfach mal so ein bisschen Römerberg zu fahren. Und war tatsächlich überrascht gewesen, wie viele Linien es tatsächlich hier gibt. Also damit hätte ich ja nun gar nicht gerechnet. Ich glaube insgesamt, mein Gott. Auslösen. Hier, die rote Taste hier. Dass wir hier insgesamt 17 Linien hier dabei haben. Das ist schon ganz schön ein Stück, also die hätte ich nicht mit gerechnet, ja. Das muss komplett an mir vorbeigezogen sein. Das war einfach mal gerade der hohe Bordstein. Ich muss dazu sagen, ich nehme sie jetzt gerade wieder auf, weil ich mich total verfahren hatte. Das wäre jetzt nicht so schlimm, so, weißt du, aber man weiß dann immer nicht, was man da gesagt hat. Und bevor das jetzt hier nachher wieder alles komisch wird, nimmst das Ganze nochmal auf. Jetzt weißt du ja, wo man drauf aufpassen muss. Ja, Römerberg ist eine schöne Karte, existiert schon seit OMSI 1. Ja, wurde jetzt nochmal so für OMSI 2 praktisch nochmal konvertiert, neu gemacht. Aber 17 Linien tatsächlich ist natürlich schon eine starke Hausnummer. Vielleicht, wenn es natürlich Spaß macht, könnte man die zukünftig für die Leitstellenfahrten ja benutzen. Ist absolut kostenlos, ist für lau im OMSI-Forum natürlich erhältlich, könnt ihr euch runterladen. Ja, Installation ging relativ leicht. Es gibt einmal eine Hauptdatei, einmal eine Update-Datei. Und wenn ihr das beides natürlich installiert, sollte eigentlich schon ein Großteil als vorhanden sein. Zwar sind noch ein paar kleinere Downloads vonnöten, damit das Ganze funktioniert, aber auch das ist eine Kleinigkeit. An sich hatte ich sonst eine fehlende Datei gehabt, die konnte ich aber relativ schnell fixen, da das Ganze nämlich ein Bild war, eine Textur, die fehlte, und zwar die Mauer .bmp fehlte. Und im Ordner von Römerberg gab es die Mauer.jpg, also das Ganze einfach umspeichern im BMP und schon habt ihr keine Probleme mehr. Also das so war das jetzt bei mir gewesen. Hatte da jetzt also dementsprechend keine Probleme gehabt. Ja, und sonst freue ich mich natürlich, der O407 ist auch ein kleiner Geheimtipp, ein kleiner Favorit von mir hier. Ich mag ja sowieso immer diese älteren Busse. Ich weiß nicht, warum ich immer drauf stehe. Und diese neuen, modernen Dinger, damit kann ich absolut einfach nichts anfangen. Ich kann da einfach keine Liebe abgewinnen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist auch bei Straßenbahn so der Fall. Und der Flexity, der geht gar nicht. Der geht gar nicht. Und deswegen, ja, heute mal der O407. Den hatten wir sonst immer nur auf so eine kleinen Touren. Das ist ein bisschen schade halt, ne? Da geht ein bisschen was kaputt dabei. Was ich hier persönlich ein bisschen schade finde, an dem Bus funktioniert einfach der Blinker nicht. Da kannst du machen, was du willst. Das klappt einfach nicht. Das klappt einfach nicht. Ich kann nicht blinken hier. Muss irgendwie ein Fehler drin sein. Aber ich habe auch noch nicht gehört, dass da oder gesucht, dass da mal ein Patch rauskam irgendwie, der das irgendwie fixt. So, und Römerberg ist natürlich allseits bekannt, ne, mit einer der wohl heftigsten Strecken, die ja ever existieren hier in OMSI. Wir fahren heute natürlich nicht die Gletscher-Express, ne, den müssten wir uns ja auch nochmal anschauen, denn werden wir bestimmt auch tun. Jetzt, wo ich die Karte jetzt auch endlich mal installiert habe, klappt das Ganze auch. Stuttgarter Straße. Das finde ich genauso ziemlich cool, ja. Unser Mozart spricht hier die Ansagen, finde ich ziemlich nice. Jetzt bin ich ja auf den Trip von Susi gekommen und muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht damit erwartet, dass ich den Mozart dort wiederfinde. Das spricht nämlich auch die Ansagen nämlich in Susi 3. Das finde ich eine ziemlich geile Sache. So, Stuttgarter Platz. Blinken kann mit dem Kollegen hier. Ist ein bisschen sehr schade. So, kommen Sie rein. Können rausgucken. Guten Tag. Tag. Hallo.
hatten auch eine richtig schöne Beschleunigung hier noch, der Kollege hier. Also ist nichts mit rumjammern oder sowas. Der drückt einfach voll durch. So. Boah, es ist kalt. Hallo. Ja, ja, ja. Ich mag es, wenn es ein bisschen frisch ist. So, das funktioniert natürlich auch wieder nicht. Jetzt muss ich hier mal gucken. Max-Planck-Institut 58, dann sind zwei Minuten zu früh. Den warten wir noch, gechillt. Ein paar Minuten. So, das ist nämlich der Punkt, was dann super verwirrend ist. Warum braucht man bitte so viele Pfeile? Ja. Verfahren hatte ich mich schon an der Kreuzung davor. Da waren nämlich auch drei Pfeile. Das Witzige ist, zwei zeigten nach geradeaus, einer zeigte nach rechts. Ich entscheide mich natürlich für den, der wohl nur einmal rechts zeigt. Ne? War natürlich der falsche Weg dann wieder gewesen. Absolut traumhaft. Absolut traumhaft. So, aber ich gehe mal davon aus, dass er jetzt hier meint, hier rechts rum. Boah, kommt die immer noch mit hier am Bild. Auch wieder sagen, ne? Das ist wieder eine richtig gute Performance, die wir hier haben. Wahnsinn. So. Zum Kalkmoor. Da ist wieder so ein kleiner Iles-Filler hier, fahren wir nur Krankenwagen rum. Ja, wenn du jetzt rüberlaufen willst, dann lauf noch rüber. Wir müssen leider ein bisschen kurz warten, aber da kommt schon wieder eine Riesenansammlung. Eine Laterne gewesen. Ach Leute, was ist denn das jetzt? Es geht jetzt... Ein Pfeil nach rechts und ein Pfeil nach links. Ja, wofür entscheidest du dich, lieber Bio? So, müssen wir mal ganz kurz gucken, was ist denn jetzt hier die nächste Haltestelle? Okay, wir müssen nach links rum. Ich drücke trotzdem immer die Blinkertaste, obwohl ich nicht blinke. Ja, ein bisschen schade. Das macht es auf jeden Fall nicht gerade einfacher, diese Strecke hier abzufahren. Hallo. Ja, wunderschön. Wunderschön, 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 wunderschön. So, es ist 12 Uhr. 12 Uhr 2, wir sind... viel zu schnell unterwegs, das ist Wahnsinn. Wir sind viel, viel, viel zu schnell unterwegs.
Ja. Wir wollen uns ein bisschen positionieren hier und können wir machen. Ja. Also der Bus ist schon genial, ja. Jetzt ist natürlich die Frage. Römerberg Universität. Ja. Oh Gottes Willen. Das ist irgendwie alles nicht richtig hier heute. Yay, verbunden. Schön. Das ist natürlich absolut traumhaft. Sind die Pfeile jetzt hier wieder aus? Hab ich die ausgemacht? Echt? Naja. Denn ist klar, warum wir denn hier gelandet sind. Aber fahren Sie mal vernünftig hier. Fahrstuhl ist ja nichts dagegen, ne? Schauen Sie mal, das gibt's ja nicht. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Also seit wann fahren die Fahrzeuge denn hier so mitten durch hier? Das ist ja ein bisschen mysteriös. Meine Einstellung an sich habe ich nichts verändert. Also normalerweise fahren wir mit Kollisionen. Normalerweise. Wer weiß. Das ist nicht das erste Mal, dass Omsi mir hier irgendwas wieder umstellt. Ist die Strecke echt nicht schwer, ne? Also, keine Ahnung, was da jetzt das Problem ist. Oh, wirklich. Und ich kann nicht blinken. Das ärgert mich jetzt gerade massiv. Ich wollte es probieren, vor ihm reinzuziehen, aber... So, ja sorry, Leute, wir müssten nur mal wenden, was soll ich machen? Wir sind aber auch gut gesprungen auf jeden Fall. Am Müllkanal, dieser Wagen fährt nicht über Schulzentrum. Das war rot. Das war rot jetzt. Das ist mir vorhin schon aufgefallen. Mysteriös. Also irgendwie ist hier ganz schön was schief hier. Oh Gott.
Moritzstraße. So, Universität nach rechts. Moritzstraße geht wohl geradeaus weiter. Weil ich ja nicht blinken kann, klappt das natürlich nicht. Kann ich nicht vorher signalisieren, wann, wie, wo ich raus muss. So, wir haben einen grünen Pfeil. Ja, das passt doch. Das passt doch dann. Moritzstraße. Alles einsteigen. Guten Tag. Hallo. Wunderschön. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. So, alle. Ja. Mozartgasse. Das ist natürlich fies, ja, wenn die hier mitten auf der Straße spawnen. Guck mal da. Jetzt schau schon wieder. Sind die Frauen einfach langlaufen? Das ist ein bisschen merkwürdig. So ein Gespenst. Dass sich das eingebrannt hat oder sowas. Ding. Ich darf auch kein Auto von vorne kommen. A little bit problem. Obwohl, hier hast du eigentlich. Also nicht auf der Brücke, aber hier hast du ja schon Ausweichmöglichkeiten. Gut, Prager Platz. Kaltmoor. 50.
Diese Laternen sind cool. Das war wieder der Bordstein, den wir wieder berührt haben. Cool. Aber gibt es irgendwo... Kann ja hier natürlich auch Wetter und alles was machen, und hast du ja nicht gesehen, dann kann man ja alles einstellen. Gibt es da so eine vorgefertigten Presets oder sowas, die man sich einfach dann in seinen Omni-Ordner reinzieht oder sowas? Zum Beispiel für normalen Regen, ja, und starken Schneefall, nicht so starken Schneefall, nur Schnee und. Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, dass man sich die irgendwie runterladen kann oder sowas? Ich will mich da jetzt nicht da stundenlang jetzt hinsetzen und wieder so ein Wetter da zusammenbasteln. Weil mir fällt auf, dass wir doch immer relativ viel bei schönem Wetter fahren. Ich meine, schönes Wetter ist natürlich sehr angenehm zu fahren, ne? Man sieht viel, hast nicht gesehen, ne? Aber auch mal so im Nebel fahren oder einfach mal so diese ganzen Sachen, das wäre schon eine ziemlich coole Sache. Also wenn ihr da irgendwie mal so eine Seite kennt, wo man sich so eine Presets da runterladen kann, dann schreibt mir doch mal da in die Kommentare oder schickt es mir zu über Discord oder sowas. Würde ich mich sehr darüber freuen, weil man kann ja auch seine eigenen Einstellungen kann man ja weitergeben. Also warum sollte das halt mit so einem Wetter-Preset halt dementsprechend nicht auch funktionieren? Ne, also von daher... Also wenn ihr da irgendwo eine Möglichkeit habt, dann können wir auch mal verschiedene Wetterbedingungen mal wieder mit reinnehmen hier. Schon hier Schamhaaresbreite. Kreuzung. Oh, die nehme ich mir jetzt einfach hier die Kreuzung. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Was? Da war er. Oh Gottes Willen. Da ist die Endhaltestelle. Oh. Na toll. Na toll. Oh, genau, ey. Sack. Jeder normale Autofahrer, weißt du, der wäre jetzt nochmal zurückgefahren oder sowas. So. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das war also, wie gesagt, heute auf der Karte Römerberg. Auf der Linie 114 mit dem O407. Tja, wie gesagt, Blinker gehen nicht. Da kannst du hier blinken, so viele willst. Da passiert einfach rein gar nichts. Schade. Ja, sonst kuriose, komische Fahrt irgendwie. Ne? Ob die Autos natürlich gefahren. Ich muss gleich mal in den Einstellungen gucken, ob da irgendwie was anders eingestellt ist. Also das Ganze nicht. Normalerweise, die wären mir da jetzt alle voll reingekachelt, oder? Das wäre natürlich traumhaft gewesen. Also von daher... Glück gehabt, wenn es das nicht gewesen wäre. Ich schaue mal nach in den Einstellungen. Und wie gesagt, wenn ihr das irgendwie mit dem Wetter da irgendwie was wisst, dann nutzt ihr da mal die Kommentarfunktion. Wie gesagt, ihr könnt das halt einfach hier unten reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr da irgendwo was wisst, wo man sowas herbekommt. Oder schickt es mir über den Discord, schreibt mir eine E-Mail oder sonst irgendwie was. Ihr wisst ja, wie ihr mich mittlerweile erreichen könnt hier. Und ja, damit verabschiede ich mich schon wieder von euch. Hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, den Däumchen nach oben nicht vergessen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Omsi. Damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.